Jetzt mal die Arme hochkrempeln. Kunst ist so eine weite Frage, so eine große Frage, aber Kunst ist so viel. Und je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, umso größer wird die auch. Also die sogenannte Wende, das war schon die ersten 9 Jahre, das war der absolute Wahnsinn. Das erlebt man, glaube ich, nicht nochmal. Diese Euphorie der Menschen, diese Energie der Menschen, für mich persönlich war das wirklich eine ganz große Geschichte, weil ich das erste Mal auch große Ausstellungen gesehen habe von berühmten Künstlern, wie zum Beispiel Uecker, große Uecker-Ausstellungen gesehen und war total baff, als ich das Video gesehen habe von Günter Uecker, wo er praktisch einem nagelneuen Blüthnerflügel die Beine abschlägt, als Klangperformance. Solche Dinge zu sehen und sowas zu erleben und auch in verschiedene Museen zu fahren, Sprengelmuseum, egal wo man überall hinkam, alles war neu und alles war impulsiv und es war natürlich eine ganz große Nummer für uns, für mich, auch von dem eigenen kreativen Moment her. Man hatte irgendwo begriffen, dass die Welt jetzt offen ist und dass man ja ein Teil dessen ist eigentlich. Ne, und nicht mehr in dieser traurigen, muffigen DDR sitzt, ne, die ich immer noch, sag mal, nicht als gut bezeichnen würde, wobei es viele Menschen gibt, die heute sagen, die wünschen sich die DDR wieder zurück, dann haben wir alles vergessen, was da damals wirklich, also diesen Freigeist des Menschseins, des normalen Umgangs miteinander irgendwo betraf. Da wurde man dann plötzlich eingeladen und auf Kunstmessen war man plötzlich irgendwo mit dabei, ein Teil dessen. Ne? Und es wurden dann sogar von mir Arbeiten von Sotheby angekauft für die AIDS-Stiftung, wo die alle dann irgendwie fast in Ohnmacht gefallen sind. Und man selber hat es ja gar nicht gewusst, was ist denn da wirklich los. Also man war wirklich wie im Taumel und die Ostalgie brannte ja damals bei den westdeutschen Sammlern durch und es waren die Ostdeutschen, wurden ja gekauft oder diese ostdeutsche Kunst oder die aus dem Osten kam. Da gab es ja die ersten 7, 8 Jahre, waren ja im Prinzip, sagen wir, da sind die meisten ausgeflippt halt. Ne? Durch den Schub der ersten Jahre hatte ich im Prinzip, sag mal, meinen Lebensunterhalt verdient mit der Kunst. Und das war schon eine großartige Sache und man dachte, es geht ja so weiter. Ne? Das wird irgendwie so, ja, aber... Und dann war irgendwo, lief dann bei vielen nichts mehr und dann ging es ein bisschen runter so. Da waren die Menschen komischerweise wieder frustriert, nimmst du ab? Ja. Da waren die meisten Menschen bis zum heutigen Punkt, was ich ja nicht verstehe, warum Menschen, die im Prinzip im Luxus leben und die im Paradies leben, die in den relativ demokratischen Verhältnissen leben und so eine Welt gab es vorher noch nicht, wie die so unzufrieden sein können und sich wieder eine Diktatur wünschen können. Mhm. 2002 war das, glaube ich, in Bremen eine Kirche gepierst, eine Kunstkirche. Und das sind diese Piercinge. Da gibt es 5 verschiedene Modelle, 5 verschiedene Arten von Piercing, die vergrößert natürlich. In diesem Fall war es, glaube ich, das erste Mal, dass eine Kirche gepierst worden ist. Egal, wo man jetzt was hat und besitzt und möchte gern so etwas gepierst haben, könnte man sich so ein Piercing von mir einbringen lassen. Ne? Wir sind ja eine Produzentengalerie. Oskar war ja eine Produzentengalerie. Da war Olaf und Carsten Nicolai damals Mitbegründer und verschiedene andere Künstler, die jetzt alle in Leipzig leben oder einer ist schon gestorben, die im Prinzip in anderen Städten leben. Und wir waren eine gute Künstlergemeinschaft und es gab sehr anfänglich, es kommt ja aus der DDR heraus, also diese Zusammenhilfe, Zusammenarbeit. Ist es bis zum heutigen Tag noch so, wenn ich jetzt einen Freund anrufe, kannst du mir mal helfen und dies und jenes machen? Ist gar kein Problem. Man muss nicht jede Hilfe mit Geld bezahlen. Ja, was ist aber in anderen Gegenden ist das üblich, dass wenn da jemand für einen Kumpel was macht, dann muss er ja bezahlen. Aber das ist bei uns nicht unbedingt der Fall, sondern wenn ich meine
Freunde mal brauche und rufe die an, dann kommen die auch und helfen mit. Gar kein Problem. Wo ist das Problem? Mhm. Halt, ne? Das ist so ein Ostbonus noch, den man viele Jahre nach der Wende auch noch hatte, dass man Gemeinschaften bildete, dass man sich half und dass Hilfe eine Selbstverständlichkeit war. Wir haben im Laufe der letzten 30 Jahre ca. 700 Künstler ausgestellt. Natürlich auch mit Gruppenausstellungen und so. Darunter waren so berühmte Leute wie Terry Fox, der leider schon verstorben ist. Der hat eine extra Arbeit gemacht für uns. Der lebte damals in Köln noch. Dann hatten wir eine Ausstellung gehabt, 93 mit Neo Rauch. Der hatte großformatige Arbeiten gezeigt, die relativ erschwinglichen Preisen, wo nie jemand nach dem Preis gefragt hat. Und wir hatten Ausstellungen gehabt mit allen vielen großen Größen, der Klanginstallation gemacht haben, Klangkünstler, Christina Kubisch zum Beispiel. Oder es gibt so viele interessante Künstler, die wir ausgestellt haben, alt und jung gemischt natürlich, dass man da nachschauen müsste, wer da alles noch dabei war. Ja. Es gab eine Zusammenarbeit mit der Städelschule, wo Architekten sozusagen ein Gebiet entwickelten, die Modelle bauten und die verschiedensten Kombinationen zwischen München, Köln, Berlin, Hamburg und so weiter. Also es gab immer, wir hatten ein großes Netzwerk gehabt von Künstlern, mit denen wir über Galerien natürlich auch immer verfügen konnten, mit den Künstlern, die extra auch Arbeiten gemacht haben für unsere Galerien, die wir bespielt haben. Das ist eine ganz schöne Bewegung in den ganzen Dingen. Transparenz. 1993 hatte ich eine Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst, die damals der Dr. Werner, Klaus Werner, leitete und sein Mitarbeiter, den Harald Kunde, den habe ich damals kennengelernt oder auch wir lernen uns gegenseitig kennen und lernen uns auch schätzen und der Harald Kunde schrieb seinen ersten Artikel dann für meine Ausstellung. So habe ich den Harald Kunde kennengelernt und er hat mich und uns, also das heißt die Kanaluntersuchung und den Frank Maybier des Öfteren eingeladen, auch zu wichtigen Veranstaltungen, Performances und Ausstellungen. Kollege Gregor Thorsten Koschig, der Herr Hohler, der Chef von dem Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte und ich, wir gemeinsam haben zusammen beratschlagt und mussten entscheiden, wie das dann letztendlich aussieht, das Denkmal. Es musste zum Beispiel ja auch bedacht werden, dass man als Rollstuhlfahrer reinfahren kann, dass man von außen hochgehen kann, von innen hochgehen kann, dass sich niemand verletzt und so weiter. Also ganz viele Faktoren führten dann zu einer großen Reduzierung der Ideen und letztendlich sind wir alle zufrieden gewesen, dass es so einfach und schlicht daherkommt. Der Eingangsbereich ist ein Schacht aus Cortenstahl, der als Ganzes eingefügt wurde. Das ist sozusagen dieser Eingangsbereich in die Dunkelheit, in diesen Nichtverstehende, in diese
das katastrophale Denken der Menschen. Der Komet des Erinnerns, so haben wir dann praktisch diese Stahlkugel, Vollkernstahlkugel genannt, die in der Mitte von diesem Denkmal liegt, die ist ja ganz zerschrunden und so, als wäre sie ein Komet vom Himmel gefallen und man hätte dieses Denkmal um den Kometen herum gebaut. Diese Stahlkugel ist natürlich wirklich ein zentraler Mittelpunkt von dem Denkmal. Ne? Die Erinnerung als schweren Kern, als Last, ne, trotzdem zu begreifen und dann anzufassen und zu sagen, ja, so ist das. Und dann sich zu erinnern. Wir befinden uns hier im Fraunhofer Institut in Chemnitz. Traditionell werden hier immer viele Ausstellungen gemacht, mittlerweile schon die 19. Ausstellung. Das erste Mal, dass in diesem Fraunhofer Institut der Innenhof bespielt wird mit einer Modulen-Skulptur, die ich hergestellt habe vor 4 Jahren. Sie besteht aus Aluminium und Schraubverbindungen und trägt den Namen Modulchaos. Und diese Ausstellung heißt Desaster. Modulchaos, ein Desaster. Eine Ordnung wird hergestellt von Modulen und die Verbindung von den Modulen ergibt dann ein Chaos, also dieser Widerspruch. Den habe ich hiermit aufgezeigt mit dieser Skulptur. Sie ist variabel und kann an jedem Ort verschieden aufgebaut werden. Besteht momentan aus 24 Elementen und kann erweitert werden bis zu 100 Elementen. Und die Skulptur hat viele Gesichter, weil sie eben viele Möglichkeiten der Zusammenstellung hat, dass man immer wieder neu eine Position festlegen kann, für einen anderen Ort zum Beispiel. Sind die auch mit dem Hammer? Sind auch mit der Finne. Des Hammers. Weil die also sind ja kleiner, die Einschläge. Ja, das haben wir mit der Finne geschlagen. Finnenschlag. Hm. Und das sind Finnenschläge. Hm. Hm. Was nichts mit den Finnen und Finnen. Nein. Ja. Finnenschläge und Schwedenschläge. Ich hab's gesehen. Ja.